Frau, bei der Sie gerade so sehnsüchtig geworden sind, heißt Therese Farner. Sie ist Schauspielerin. Sie werden wissen wollen, warum ich aus der Nase blute. Das ist die Erinnerung. Ich werde Ihnen die Geschichte mal erzählen, vielleicht morgen beim Frühstück. Sie kennen die Geschichte vom heiligen Januarius, dessen vertrocknetes Blut in einer Kirche von Neapel aufbewahrt wird? Einmal im Jahr wird's flüssig. Halt auf. An seinem Todestag. Fahren Sie hin. Nach Bonn. Aber das ist nur eine Karte. Nein, nein, Sie träumen nicht. Es sind zwei Karten zu wenig. Für Ihre Begleiter können Sie selbstverständlich im Zuge nachlösen. Heute ist mir was ganz Entsetzliches passiert. Was ganz Eigenartiges. Aber für das Mädchen zahle ich hoffentlich nur die Hälfte. Ich bin völlig durcheinander. Also ich gehe aus dem Haus und merke auf der Straße, dass ich meinen Regenschirm vergessen habe. Nein, nein, ich habe ihn aufgespannt. Dann, ich hatte auch zwei verschiedenartige Strümpfe an. Nee, es geht nichts. Das kann man nicht beschreiben. Es ist unmöglich. Hat es geregnet? Ach was, das war's nicht. Diesen Gruß kenne ich aus alten Wochenschauen. Na los, bedank dich bei dem Herrn für die Fahrkarte.